wie der Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Und ihr kennt ja sicher das Problem, ihr habt einen Baum umgeschnitten und jetzt habt ihr ein großes Endstück, wo ihr auseinander spalten wollt. Ein Spalter bringt es vielleicht nicht auf, weil es ein bisschen groß ist. Also müsst ihr es erst einmal mit dem Keil auseinanderhauen. Was da sehr gut ist, ist der Alu-Drehspaltkeil hier. Man sollte allerdings nicht Stahl auf Stahl hauen, weil da besteht die Gefahr von Splittern und Verletzen. Deswegen gibt es den auch mit Kunststoffeinsatz. Dann kennt ihr nämlich zum Beispiel, wenn ihr so Axt habt mit einem Schlageinsatz, Metall, also Stahl. Oder hier, der ist ein bisschen besser in dem Fall, weil der noch schwerer ist. Der von Husqvarna, der hat 2800 Gramm. Der hat auch ein bisschen einen größeren Kopf. Oder ihr habt einen Spalthammer oder einen Vorschlaghammer, was auch immer. Also wie gesagt, nie Metall auf Metall hauen. Dann könnt ihr das entsprechend mit so einer Axt machen, um einen Vorschlaghammer oder mit einem Spalthammer. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Vorteil, das ist ein Drehspaltkeil. Wenn man da genau schaut, der ist hier so gedreht. Das heißt, der geht leichter ins Holz rein. Jetzt zeige ich euch das Ganze auch praktisch. Ja, dann könnt ihr es so klar machen, dass ihr es auf den Spalter bringt oder halt dann normal klar Spalter auf dem Hackstock. Gut anvisieren. Ups, das war natürlich nicht ganz so gut. Am besten ein bisschen reinhauen. Und schon habt ihr ihn auseinander. Das könnt ihr natürlich beliebig wiederholen. So, und schon habt ihr es auseinander. Und dann kriegt ihr es auf den Spalter auf oder ihr könnt es komplett klar machen. Das war wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartenthema zum Thema Drehspaltkeil. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, liked es mir, abonniert es mir, macht es so, gefällt mir. Dankeschön.